Wie ist es jetzt für dich, dich vor der Kamera abzuschminken? Merkwürdig. Ich habe meinen Körper selbst viele Jahre richtig abgelehnt. Aber wie ist es, sich selbst krankhaft hässlich zu fühlen? Das finde ich heute raus, indem ich Melanie treffe. Sie ist 21 und betroffen von einer körperdysmorphen Störung. Das heißt, sie findet sich selbst extrem hässlich. So sehr, dass sie teilweise das Haus nicht verlassen kann. Ich will rausfinden, inwiefern diese Störung sie in ihrem Alltag prägt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Ich will mich manchmal selbst nicht sehen und ich will auch nicht gesehen werden oder angefasst werden. Dazu treffe ich nachher noch Melanies Freund und ihre Therapeutin. Eure Fragen sind wie immer mit dabei. Willkommen bei Follow Me Report. Melanie, freut mich. Danke. Wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, eigentlich sonst ganz gut, ja. Wir haben jetzt morgens. Wie geht so normalerweise dein Tag los? Wie startest du? Normalerweise drehe ich mich im Bett, einfach bis irgendwann die Zeit drückt von der Uni. Mhm. Jetzt bin ich immer noch im Homeoffice leider. Hast du denn dann morgens auch noch so Zeit für Rituale? Ja, also das sind auch Sachen, die mir dann auch relativ doll am Herzen liegen. Was machst du da? Also ich achte sehr auf meine Hautpflege. Mhm. Ich muss auch, wenn die Videokamera an ist, immer geschminkt sein. Das ist sehr wichtig für mich. Gut, das Outfit ist natürlich im Homeoffice weniger wichtig, aber da achte ich dann normalerweise auch, wenn ich in die Uni gehen würde, würde ich dann auch sehr doll drauf achten, was ich dann da anziehe, ja. Magst du mir mal ein bisschen was von deinem Kleiderschrank zeigen? Ja, super. You look great, ja. Oh ja. Da stand ich auch heute Morgen länger dran als geplant. Bis ich dann ein Outfit finde, was wirklich okay ist, da kann das echt mal eine Stunde dauern, mindestens. Ich bin halt super kritisch mit mir selbst. Das heißt, es sind auch ganz kleine Details, die vielleicht anderen gar nicht auffallen würden an meinem Outfit. Also zum Beispiel heute Morgen hatte ich eigentlich geplant, dass ich die Hose anziehe. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz normale Mom-Jeans. Und dann letztendlich, weiß ich nicht, es hat mich einfach gestört, dass die oben ein bisschen zu eng war. Dass es mich einfach hier ein bisschen quasi zusammengequetscht hat. Und dann bin ich total auch traurig und verstört darüber. Das heißt, es ist nicht nur, dass es einfach eine Planänderung ist, sondern in dem Moment ist es einfach auch eine sehr große emotionale Belastung, weil ich merke, ich fühle mich wieder hässlich. Mhm. Also sobald die Laune unten ist, dann fängt mein innerer Kritiker einfach an, alles komplett zu zerreißen an mir. Das heißt, selbst wenn es anfängt mit einer Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, ist dann plötzlich, betrachte ich jeden Makel an mir total negativ. Dann ist auch der restliche Tag so ein bisschen gelaufen. Und dann frage ich mich, will ich dann überhaupt noch dahin gehen? Traue ich mich jetzt überhaupt? Ich fühle mich sowieso so schlecht. Du gehst dann zum Teil auch nicht raus oder da, wo du eigentlich hingehen wolltest? Ja, das passiert auch. Man hat natürlich immer die Gedanken im Kopf, alle schauen mich an, alle sehen meinen Makel, alle denken sich, oh mein Gott, wie läuft die rum? Oh mein Gott, die ist ja ganz schön hässlich. Das sind die Gedanken, die dir aber durch den Kopf gehen. Genau. Wenn du dich dann hässlich findest, dass Leute über dich lachen könnten. Ja. Wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe diese körperdysmorphe Störung? Für mich war das immer so, dass ich einfach dachte und auch gesagt bekommen habe, ich bin einfach nur eine Heulsuse. Und dann kam es auch irgendwann zum Punkt, wo ich dann auch wirklich gar nicht ungeschminkt das Haus verlassen konnte. Oder auch nicht mal meine Familie unbedingt ungeschminkt sehen konnte. Für mich war das dann auch so im Jahr, wo Instagram und Co. groß geworden sind, wo man das dann auch das erste Mal sich installiert hat, sich einen Account gemacht hat und eine große Welle auch an Social-Media-Beiträgen dann auch konsumiert hat einfach. Mhm. Das war so ein bisschen zur gleichen Zeit. Und da hat es für mich angefangen. Wie ist es denn, wenn du dich im Spiegel siehst, was siehst du denn da? Wenn ich mich im Spiegel ansehe, fällt mir eigentlich sofort auf, was ich nicht schön finde. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich sofort meine Haare gepackt, ne? Ja. Und die muss ich sofort richten. Und irgendwie sehe ich dann, oh Gott, hier stand es die ganze Zeit ab. Und oh mein Gott, wie peinlich. Als nächstes kontrolliere ich dann meistens einfach mein Make-up, wie das sitzt. Dann gehe ich auch näher ran und schaue nochmal, ob wirklich alles irgendwie noch abgedeckt ist, alle Makel und so. Ich schaue mir an, wie meine Kleidung sitzt. Ich drehe mich dann auch meistens und schaue aus allen Perspektiven. Und dann fällt mir halt auch schon wieder auf, irgendwie mag ich das Oberteil doch nicht. Und irgendwie sehen meine Schultern darauf so breit aus. Und jetzt zupfel ich hier wieder rum und ziehe das runter. Und dann denke ich mir, irgendwie die Hose ist mir ganz schön eng geworden. Jetzt schaue ich hier schon wieder, ist mein Make-up ab.
Und jetzt würde ich schon wieder zum Make-up-Tisch rennen. Würdest du jetzt machen? Ja. Willst du das jetzt machen oder bist du gerade, ist es gerade okay? Wir können das gerne machen. Ja. Hast du denn mit der Körperdysmorphenstörung auch schon schlechte Erfahrungen in Beziehungen gemacht? Es war für mich sehr schwer in der Vergangenheit, weil meine Gefühle nicht ernst genommen wurden. Und mir wurde quasi nur gesagt, get over it. Aber deswegen bin ich auch einfach sehr dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, der das auch wirklich ernst nimmt. Das heißt, dein Freund hat dir sehr, sehr geholfen, wenn ich das richtig raushöre. Ja. Und die Therapie auch? Ja, also die Therapie hat mir so ein bisschen einen Greifhaken gegeben, an dem ich wieder rausziehen kann. Wir sprechen jetzt ja auch gleich mit deiner Therapeutin, ne? Ja. Das heißt, ich kann dir auch noch mal ein paar Fragen stellen. Bin ich gespannt. Hallo. 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 In welchem Alter tritt KDS am häufigsten auf? Bei den meisten tritt es ungefähr in der Pubertät auf, also so mit 16 Jahren. Weil das ja in der Pubertät auch normal ist, dass man sich damit mehr beschäftigt, ne? Und eben auch unsicher ist. Und da ist genau, die Frage, ja. So, wo ist da die Grenze, ne? Ab wo wird es krankhaft? Der große Unterschied ist eben, wie eingeschränkt bin ich durch meine Sorgen. Gehe ich dadurch nicht zur Schule? Treffe ich dadurch keine Freunde? Habe ich Schwierigkeiten, eine Beziehung einzugehen? Bestimmt es wirklich mein Leben? Wenn das der Fall ist, dann würde man auf jeden Fall von einer KDS sprechen. Kann man denn feststellen, dass sich durch Social Media, Instagram und Co. Das auch verstärkt hat? Ja, wobei man da auch wiederum vorsichtig sein muss, dass man jetzt nicht sagt, okay, die psychische Erkrankung ist tatsächlich durch irgendwie Instagram entstanden. Aber eine große Rolle bei der KDS spielt der Vergleich mit anderen Personen, die vermeintlich irgendwie schöner aussehen. Und Instagram fördert natürlich diese Vergleichsprozesse mit anderen Menschen. Du hast ja gesagt, für dich hat das auch eine große Rolle gespielt, oder? Ja. Das sollten wir gleich nochmal drüber sprechen, ja. Finde ich spannend. Wie kann ich mir so eine Online-Therapie denn genau vorstellen? Also jeder Teilnehmer bekommt erstmal Zugang zu so einer Online-Plattform. Da schalte ich denen jede Woche eine sogenannte Session frei. Die besteht aus Texten, die sie erstmal lesen, so Informationstexten, dann aber auch verschiedenen Aufgaben, die sie bearbeiten, kleinen Experimenten. Was waren das so für Situationen, denen du dich dann gestellt hast? Also für mich fing es dann erstmal damit an, dass ich wieder enge Kleidung getragen habe und damit rausgegangen bin, weil das eine Sache ist, vor der ich mich gedrückt habe. Und das Make-up natürlich, also das war auch eine große Sache für mich, dass ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt auch mal ungeschminkt raus, einkaufen, vielleicht sogar mal eine Videokonferenz oder zumindest auch erstmal leichter geschminkt. Das ist auch schon ein Fortschritt damals für mich gewesen, ja. Wow, wir haben ja für heute auch eine kleine Challenge vor tatsächlich, ne? Und zwar lassen wir uns beide schminken. Das heißt, wie ist denn das für dich, wenn du da jetzt dran denkst? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall auch so eine Herausforderung zu sagen, ich nehme jetzt mein Make-up ab und stelle mich auch vor einer Kamera sozusagen, was ja auch krass für mich ist. Was denkst du, Michaela? Ja, also ich bin total begeistert. Also vor einem Jahr, glaube ich, hättest du dich das noch nicht getraut. Und wir treffen jetzt auch gleich noch deinen Freund, ne? Der kommt auch noch dazu. Ja, genau, der kommt auch zum mit. Zum emotionalen Support. Ja, richtig. Dann können wir uns ja mal auf den Weg machen, oder? Ja. Ja, vielen Dank dir, Michaela. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe eine schwere Beziehung mit meinem eigenen Körper hinter mir, habe den sehr lang sehr abgelehnt und habe viel auch Therapien, Persönlichkeitsentwicklung und so hinter mir, was mich dazu geführt hat, meinen Körper heute auch wirklich akzeptieren zu können. Kennt ihr das auch, euch auch mal unwohl in eurem Körper zu fühlen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Schreibt es mal in die Kommentare. Du meintest vorhin ja, dass auch die sozialen Medien eine Rolle gespielt haben, damals, dass es losgegangen ist, beziehungsweise online. Mhm. Inwiefern? Wenn man so früh schon Zugang zu Social Media hat und quasi schon fast bombardiert wird mit perfekten Menschen, perfekten Gesichtern, perfekten Körpern, dann vergleicht man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene. Das sind ja auch einfach Schönheitsstandards teilweise, die man auch gar nicht so erreichen kann. Du meintest ja, also du hast dich auch ganz viel verglichen. Ist das immer noch so? Vergleichst du dich immer noch viel? Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, tue ich noch sehr viel. Auch mit Freunden zum Beispiel? Mit Freunden eher weniger. Ich bin ja Informatiker, ich habe sehr viele männliche Freunde. Okay. Und vielleicht spielt es ja sogar dazu, dass ich mir
extra männliche Freunde suche oder so, weil ich mich schwerer mit denen vergleichen kann. Aber bei weiblichen Freunden ist es auf jeden Fall so. Aber da versuche ich aber auch aktiv gegen vorzugehen. Und du meintest ja vorhin auch schon, dass dein Freund dich total unterstützt. Und, ja. Deinen Freund treffen wir jetzt ja auch, ne? Ja, davon steht er schon. Hi! erzähl mal, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Seit ungefähr 2 Jahren jetzt inzwischen. Hi. Melanie meinte, du bist immer komplett verständnisvoll gewesen. Ich gebe mein Bestes. Kannst du uns ein bisschen in deine innere Gefühlswelt mitnehmen, wie das für dich war, so gerade am Anfang, als du auch noch gar nicht so wusstest, was ist es eigentlich? Es ist so ein bisschen viel Unverständnis. Ich habe sonst mit der Thematik mich noch nie auseinandersetzen müssen. Es war wie so eine neue Welt für mich. Deswegen habe ich das so mit Samthandschuhen noch angefasst und entsprechend auch mein Bestes gegeben, weil es einfach, ich habe gedacht, das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Mhm. Und da muss man einfach Respekt für den Partner haben. Und da warst du auch immer respektvoll, dass das auch ernst zu nehmen ist. Natürlich, also ist ja das Wichtigste, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und halt auch einfach füreinander da ist. Melanie, gibt es denn auch Momente, wo die KDS in eurer Beziehung auch mal eine Herausforderung mit sich bringt? Ich glaube, ganz ehrlich, dass ich selber nicht so viel Ausdauer hätte wie er. Und das ist echt schon beeindruckend. Das ist ein echtes Liebes. Wie ist das für dich, wenn du das hörst? So ist Balsam für die Seele. Hat man irgendwo alles richtig gemacht. Ich habe noch eine ganz intime Frage, müsst ihr auch nicht beantworten, aber also auch an dich, Melanie. Wie ist es denn, wenn es um so Themen geht wie Intimität und Nähe? Spielt da die KDS auch eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Weil ich will auch einfach manchmal nicht. Ich will mich manchmal selbst nicht sehen und ich will auch nicht gesehen werden oder angefasst werden. Und da bin ich dann aber auch sehr direkt und das merkt man auch. Ich kommuniziere das deutlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass es dann schon für Oliver, dass er sich dann auch fragt, was das Problem ist oder vielleicht auch sich vielleicht das auch an sich vielleicht den Fehler sehen könnte. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Und trotzdem sagst du manchmal, nimmt man es persönlich. Man kann es ja nicht ausschalten. Das ist halt einfach so. Man muss sich halt quasi selber dann stoppen und sagen, das hängt nicht mit mir zusammen. Dann lass uns mal reingehen, oder? Bist du bereit, Melanie? Fühlst du dich ready? Ja. Ja? Mhm. Du hast ja emotionalen Support. Mhm. Ich bin nur Alibi. Ja, dann wollen wir gleich mal starten, ja, voll oder? Gerne. Dann gebe ich dir das. Dann darfst du einmal dein Make-up entfernen. Also das Gesichts-Make-up? Genau. Also dann vielleicht in die Augen oder ab hier Augenbrauen. Was soll ich alles dran lassen oder was meinst du? Ich würde Augenbrauen und Lidstrich würde ich dran lassen. Finde ich großartig. Okay. Kann gar nichts anderes sagen. Wie ist es jetzt für dich, dich vor der Kamera abzuschminken? Merkwürdig. Ja. Ungeschminkt zu sein ist eine Sache, aber dann noch den gravierenden Unterschied zu haben zu vorher, das finde ich auch schon stark. Ich finde es mega, dass du das jetzt gerade so machst. Man sieht auch schon meine echte Haut drunter durchschimmern. Die auch schön aussieht übrigens. Danke. Wie ist das, wenn ich das sage, dass du schön aussiehst, auch so ohne Make-up? Kannst du das nehmen? Also, ich finde das nett von dir. Und ich glaub's jetzt, ich sag das nur, um nett zu sein? Oder glaubst du es mir auch? Also ich glaube dir schon, dass du das so empfindest. Aber das ändert quasi sozusagen nichts an meiner Empfindung darüber, wie ich aussehe. Und ich muss auch sagen, jetzt irgendwie Augenbrauen und Augen gerade, ich finde das noch so ein bisschen, das ist immer noch mein Anker an der ganzen Situation. Weil ich glaube, wäre ich hier komplett nackt sozusagen, dann wäre das noch deutlich schlimmer. Ich finde es gerade, also gerade von dem, was du erzählst, dass es für dich so eine Challenge ist, finde ich dich gerade ultra mutig. Oder, Olli? Das ist nicht selbstverständlich, dass Melanie das macht, oder? Absolut nicht. Wenn man den ganzen, also wenn man Melanie ein bisschen länger kennt, dann merkt man eigentlich auch, dass es nicht ganz ohne ist gerade. Ja. Für mich ist die größte Herausforderung auch, dass jetzt jemand auch so nah an meiner Haut dran ist und vielleicht auch jeden Makel, jede Delle sieht. Genau. Wenn irgendwas ist, sagst du einfach Bescheid. Such dir jetzt entspannt ganz kalte Finger. Gucci! Beauty Blender.
Na, wie findest du es? Ich finde es schön. Danke. Ja. Es ist auch einfach ein Unterschied zu dem, wie ich selber Make-up machen würde, weil ich hätte jetzt, glaube ich, noch mal zwei Schichten drüber gemacht. Also allein vom Concealer her noch mal ganz dick und deutlich mehr Contouring, deutlich mehr Lidschatten, Highlighter, viel mehr Lippenstift, viel mehr auch voll meine Nase. Ich finde es schön, dass man dann, dass jemand anders mich schminkt und quasi nicht meine Nase kontrolliert, weil sie es nicht für nötig hält, sozusagen. Richtig, ja, genau. Richtig. Ja. Also, Olli, magst du mal zu uns kommen? Klar. Wie, kannst du denn auch die Fortschritte bei Melanie sehen? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil wir kommen immer öfter pünktlich zu Sachen. Sehr gut. Und die Kleidungsfindung wird immer besser. Das ist echt inzwischen schon Rekordzeiten. Also ich finde, sie hat sich sehr, sehr gebessert. Auch vor allen Dingen im Rahmen des Programms. Das kann man, muss man so unterschreiben. Und es geht seitdem einfach nur bergauf und ich freue mich sehr. Und wie war das jetzt für dich heute Morgen? Also du meintest ja schon vorhin, es war auch eine Überwindung, dass wir jetzt mit der Kamera da sind. Und erzähl mal, also, wie geht's dir jetzt so danach? Bist du froh, bist du stolz, dass du es gemacht hast? Es war ein sehr gutes Erlebnis, auch einfach sich nochmal zu stellen. Im Gesicht, mit dem Körper, auch in der Kleidung, die mir heute Morgen noch nicht so wirklich gefallen hat, das alles durchzuziehen und abzuschließen, jetzt hier zu sitzen und mir gar keinen Gedanken mehr drüber zu machen, oh, wie mein Oberteil sitzt. Schön. Ja. Das ist schön. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Mega mutig, mega cool. Für mich war durch soziale Medien und Medien früher Schönheit auch total auf mein Äußeres fixiert. Und ich habe mir dann auch therapeutische Hilfe geholt. Und das hat mir total geholfen, es viel mehr auf meine inneren Werte zu fokussieren und darauf, dass mein Körper gesund ist und dass das so wertvoll ist. Und ich finde es so schön zu sehen, dass Melanie diesen Schritt gegangen ist, sich ihrer Störung gestellt hat und jetzt auch schon so viele Fortschritte gemacht hat. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das so weitergeht. Was an eurem Körper findet ihr besonders schön? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Und lasst gerne ein Abo da, dann gibt es jeden Mittwoch um 15 Uhr ein neues Video von uns. Das Schönheitsideal spielt auch auf Instagram eine große Rolle. Meine Kollegin Aminata hat Emilia getroffen, die Teenie-Influencerin ist. Das Video findet ihr hier. Und unsere KollegInnen von Trudoku haben Jolene getroffen, die betroffen ist von der Krankheit Lipödem und die sehr schlimm gemobbt wurde in der Vergangenheit. Wie sie damit umgegangen ist, das seht ihr hier.